Ich arbeite bei der SBB Infrastruktur im Bereich Risikomanagement. Also ich bin Junior-Fachspezialist Risikomanagement. Und man kommt vom Bereich Risikomanagement aus Einblick über die ganz viele verschiedene Teile der SBB und hat mit vielen verschiedenen Leuten zu tun. Man braucht ein technisches Verständnis, zum Beispiel für Energiesachen, also den ganzen Bahnstrom. Die SBB hat ja noch eigene Kraftwerke. Es braucht schon ein gewisses technisches Verständnis, damit man ein bisschen draus kommt und dann die richtigen Fragen stellen kann. Die grössten Herausforderungen am Studium, denke ich, sind schon eher die technischen Fächer jetzt für mich. Aber es sind, ich glaube, auch gleichzeitig die, die mir am meisten Spass gemacht haben. Ich würde das Studium Wirtschaftsingenieur in solchen weiterempfehlen, die sicher ein breites Interesse haben, vielseitig begabt sind und ja, halt sich vielleicht irgendwie erst zu einem späteren Zeitpunkt wirklich wollen spezialisieren und sich viele Möglichkeiten offen halten wollen.